Ich bin relaxed und schau mir das Gelände an. Tag 1, Runde 2 und ich bin endlich dran. Lost Block ist da, Krater sind am Start. Der Gameplan steht in direktes Feuer klar. Der Gegner ist mir neu, doch egal wer er ist. 40k Kings up the hill, come hart wie ne Fist. Marines stehen stramm, die Bolter im Anschlag. Veterans im Schock, immer bereit für eine Glanztat. Magnus kommt an, denkt er ist ganz hart. 20 Thunder Hammer später ist der kleine Hunter. Morty ist mad und schreit, nun ist mein Buddy tot. Wir springen die Laterne, schicken ihn nach Malifaux. Wir scoren hart, primär oder sekundär. Preschen nach vorn wie ein Pferd oder Legionär. Bleiben stabil wie Custodes mit Speer und Schwert. Unser Profil, unser Ziel ist die 1, komm her. So, der nächste Vlog von uns. Wir sind jetzt hier. Möchtest du gefilmt werden? Du bist der Einzige. Siehst du. Der nächste Vlog von uns. Überraschung. Das ist aber schon wieder. Ja, der nächste Vlog von uns. Ja, wir chillen hier bei dem guten Mattes im Kiel und machen quasi gesehen jetzt noch ein leckeres Grillfest. Und was wir auch gleich machen, wir werden auf jeden Fall nochmal hart zocken. Hier ist der Affe von Micha, ja. Hast du was zu sagen für die Zuschauer? Ja, schön, dass du da bist. Ja gut, der hat natürlich auch schon an einem Tee mit seinem alkoholfreien Weizen oder Bier, was der hier trinkt. Aber das kennt er ja von dem Mischer. Ne, wie gesagt, da ist auch übrigens die Ivy. Die sieht ihr mal dann in der Kamera. Ja, hier ein paar 40k-Spieler, die kleinen Schmocks hier vorne von den Passfindern. Der Adrian, den kennt er ja. Mischer auch mal, der gute Mattes. Matze heißt er. Mattes. stellt euch beiden mal vor kurz. Mattes. Wer seid ihr? Wir sind die Neuen von der Tanke. Okay, die Neuen von der Tanke. Tanke und die Kassabe heißt der, glaube ich. Hier der ganze Club. Das ist auch ein Clubtreffen von den Jungs. Mit Grillen und den Rest werden wir gleich euch noch zeigen. So, wir sind hier nach dem leckeren Essen in der Spielehölle vom guten Matze. Oder auch im Keller genannt. In dem Club bei dem? Weekend Warriors. Ja, das ist der neue Clubraum, renoviert. Einmal kurz zeigen für Leute, die es noch nicht gesehen haben. Hier ist die Lego-Sammlung. Hier basteln die Jungs immer. Normalerweise mit mehreren. Heute ist nicht Clubtag. Oder? Nee, heute nicht. Dahinter, einmal ganz kurz. Das kommt ganz zum Schluss. Die He-Man-Sammlung. Flop. Limited Edition. Und hier, was habt ihr euch da überlegt, hier mit diesen ganzen Clubtassen? Erklär uns das mal kurz. Ja, also erstmal wollten wir natürlich, dass jeder hier einen eigenen Becher hat mit dem Club-Logo. Und außerdem machen wir so eine Mal-Challenge, dass wir am Anfang des Monats ein Malziel ansagen und am Ende des Monats wird geguckt, ob man das geschafft hat. Und wenn man es nicht geschafft hat, kriegt man einen Monat lang eine Schandetasse. Woher habt ihr die Inspiration? Die Inspiration haben wir von Paintomancy. Grüße gehen raus. Ja, nice. Wahnsinnig interessant. Das ist der Clubraum, der jetzt quasi gesehen renoviert wurde. Ich darf da einmal rumgehen, Matze, oder? Natürlich. Und hier hinten hat er sich was ganz Besonderes einfallen lassen. Das ist jetzt die Spielehölle 2.0. Der neue Raum. Hier sind die ganzen Typen, die morgen auf jeden Fall ein Turnierspiel haben. Der Adrian, der ja, irgendwelche... Adrian und Friends. Adrian und Friends. Wir haben William, den guten Gordon. Gordon, lach mal. Einmal in die Kamera. Gordon, der Zahnarzt. Gordon, der Zahnarzt. Ja, das ist eben der neue Raum, den ihr nicht kanntet vorher. Einmal mit der X-Wing-Sammlung da hinten. Oh, die sieht man gar nicht so gut. Und ja, hier wird schon heiß gezockt, für morgen geübt. Dahinter der Pile of Shame. Die Wall of Shame. Da muss man was zu sagen. In doppelter Ausführung oder in zwei Reihen. Also pro Regalfach sind auch dahinter noch eine Reihe Figurenboxen. Die ganzen guten alten Figuren. Und jetzt suchen wir einmal. Wir gehen einmal hier so durch.
Metabitch 13 ist am Start. Hey, ja, ah, ja. Das Gesicht kennen wir doch. Ja, moin. Wie magst du es immer gerne gegen mich so spielen, der nur ST-Amiren hat? So macht das Spaß gegen so eine Metabitch? Piep. Ich wollte mal nicht hören. Ja, wir schauen mal. Alles außer 4-1 morgen, Micha, ne, ist eine Blamage. Denk dran. Fünf Spiele in zwei Tagen. Alles klar, und wir melden uns später nochmal. Jawohl. Tag 1 von Kiel. Ja, Tag 2 für uns schon. Wir haben... Regelmäßig aufgenommen, ne? Bitte? Hast du sehr regelmäßig aufgenommen? Ja, wir haben gestern ja, wie gesagt, noch das gute Grillfest gemacht. Haben dann abends noch entspannt gezockt. Ja, die Gesichter waren dann schon alle ziemlich hart angetrunken. Das Elend wollte ich euch ersparen. Und stehen jetzt vor Matzes Haus und gleich geht es los, ne Adrian? Mit der Ivy zusammen? Ja, normal. Kicks auf the Hill mit Ivy zusammen. Na? So, ich hätte mal ein bisschen... Achso, ja. So, dann kannst du einen Film. Boah. Ein bisschen durch erzählen. Was sollen wir erzählen? Ich weiß auch noch nicht. Also wir haben ja einen Überraschungsgast Ivy heute hier, richtig geil. Deswegen ist nochmal sehr, sehr danke, dass sie uns da Social Media seitig und markenbrandig unterstützt. Und du bist per Überraschung heute hier, ne? Ja, gestern schon. Gestern schon, ich ja, hab, genau. Ich habe das mit Matze lange vorbereitet. Das drei Stunden, gut geklappt. Ne? Nee, drei Stunden. Ja, drei Stunden hingejuckelt. Vier Stunden sogar. Vier Stunden hingejuckelt, hier noch gepennt, sich noch mit uns abgegeben, die ganze Nacht quasi, ne? Also stark. Das klingt jetzt falsch. Ja, die Leute wissen, wie sie das richtig einzuschätzen haben, ne? Und heute bist du noch ein bisschen auf dem Turnier. Heute bis Mittag und dann geht's wieder zurück. Das einmal ist, gucken. Das ist auf jeden Fall geiler Support. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir sind gespannt, wie wir heute performen. Letzte Nacht haben wir bis 2 Uhr gemacht. Also Micha hat Gas gegeben, wir haben Gas gegeben, Johnny hat Gas gegeben, seine ganze Truppe hat Gas gegeben. Und Schneewittchen hier, für die Kameraaufnahmen, ist um 11 Uhr schlafen gegangen. 23:08 Ja. Aber keine Sorge, Opa. Aber ich stehe auch, dass ich war einfach danach noch nicht mehr passiert. Drei Stunden Schlaf ist einfach für mich in meinem Alter, ist einfach, da geht es mir so leicht. Gut, dass du dich jetzt hier nochmal rechtfertigen musst und dann. und dann sehen wir uns gleich auf dem Turnier. So, herzlich willkommen. Wir sind am ersten Tag und hier in der Uni von Kiel. Ja, das erste Spiel ist vorbei und ich habe mal wieder so ein paar Spielerinterviews und ich werde eigentlich nur filmen. Ich habe hier einmal den Micha und einmal den Felix. Felix. Alles klar, den Rest macht jetzt der Micha, der kleine Bauer und dann der kleine Breuer hat mir das Mikro gegeben. Felix und ich hatten schön vergnügt unser erstes Spiel. Ja, auf jeden Fall. Custodes und ja, ich habe meine Tyrannin ja dabei, Major. Also ich weiß nicht, was er gerade filmt, auf jeden Fall hat er schon wieder einen richtig fragenden Blick auf die Kamera. War ein gutes Spiel. Ja. Felix durfte anfangen, hat sehr gut passiv gespielt, also ist nicht in die Fallen gegangen, dass wenn er nach vorne kommt, einmal sich die Kyras Gewalt abholt. Hast du echt über das komplette Spiel schön passiv durchgespielt. Mhm. Und ja, du kannst ja auch noch ein bisschen deinen Eindruck vom Spiel wiedergeben. Du hast ja schon sehr softe Tyrannenkrieger kennengelernt. Ja, genau. Wie noch? Custodes. Wir waren mit Custodes da. Eine sehr infanterielastige Liste. Und ja, dann gerade Runde 3 von mir, wo Micha dann in die Mitte gelaufen ist, auch 2 Zauber vergessen hatte. Ja, ich habe die Tyrannenkrieger nach vorne geschoben und weder 5er Retter angemacht, noch 5er Field of Pain. Irgendwie war ich da voll auf Agro-Mode und dann stehen die Krieger da. Fuck. Gucken wir mal, ob er nach vorne kommt. Ja, ich bin halt einfach rein, weil ich halt auch für Stranglehold die Punkte machen wollte. Und ja, mich halt auch ein bisschen um die kümmern musste. Und dann bin ich da halt rein und das hat deutlich besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Und ja, dann kam aber halt ja, Runde 3 von dir und 4 und sehr viel Psi und sehr viele Mortal Wounds, wo ich dann, ja... ja trotzdem 4er viel No Pain gegen Mortals hat Trajan insgesamt 9 Mortals gefangen und hat sich auch 8 davon reingeschraubt und hat sich einfach mal verabschiedet. Weg. Das war sehr zuvorkommend, nachdem er 5 Krieger abgeräumt hat, hat er sich dann auch wenigstens, Job ist getan, ich verpiss mich. Reicht für heute. Und dann hat man sich auch ein bisschen wohler gefühlt. Dann wurde aber noch ein Flyrend einfach von einem 3 Wunden
Thermi vom Himmel geprügelt. Ja. Kann er machen, kann er machen. Habe ich auch nicht mitgerechnet. Ist jetzt der neue Trajan. Ja. Der Chris schläft hier übrigens hinter der Kamera hardcore ein. Ihr müsst mal seine Fresse sehen. Er hat sich gestern Abend so zugesoffen wie die Hölle. Und hat dann noch die ganze Nacht Tim und Gordon gequält mit dem Hardcore-Gesäge des Jahrhunderts, während die zwei Idioten völlig zugeschraubt ohne Decke auf ihren Matratzen geschlafen haben und sich hart den Arsch abgefroren haben, hat Major da richtig selig so unter der Decke gelegen. Oh, ist das kuschelig warm. Der hat sich richtig gefreut. Ja, Felix, hat Spaß gemacht. Ja, war ein cooles Game und hat mich auch gefreut, dass das bis in Runde 5 dann einfach noch mit Action versehen war. Ich war froh, dass ich in Runde 5 noch am Leben war. Also. Von daher, viel Erfolg weiter im Turnier. Danke. Und wir gucken mal, was so als nächstes kommt. Der Major hat übrigens ziemlich knapp nur gewonnen und sagte, ich kann gar nicht höher scoren. Ja, moin zusammen. Ich habe mein zweites Spiel hinter mir. Hab das zweite jetzt gewonnen und wollte euch mal so ein bisschen zeigen, wie es hier innen aussieht. Wir spielen ja hier in einer Uni und quasi gesehen auf mehreren Etagen hier. Gehen wir einfach mal rum. Dann haben wir hier die zweite Ebene quasi gesehen, wo auch noch in verschiedenen Räumen gezockt werden kann, auch so ein bisschen Corona-bedingt quasi gesehen. Ich gucke, dass ich keine Gesichter habe. Ist alle ohne Gesichter. Der Major, das ist perfekt. Wie geht's euch? Alles fit? Ausgezeichnet! Das ist richtig geil! Mega! Ja, mach mich zwar fertig jetzt, Was sagst du jetzt noch? Aber so muss es sein. Gehen wir hier mal zu unserem Spezialgast. Adrian, darf ich dich filmen, oder? Ja, klar. Gegen? Wie heißt du? Martin. Martin, was spielst du? Dark Angels. Und? Und es läuft nicht so gut. Es läuft nicht so gut, Adrian? Ja, es ist gut gegrindet. Okay, nice. Mal ganz kurz. Warum ist das so dunkel? Digga, was machst du denn da? Was ist das? Was hast du denn immer da eingestellt? Mach ruhig weiter, spiel ruhig weiter. Hier, du hast an dem Rad gedreht, Digga. Ist das schlimm? Ja, natürlich, da wird das dunkel. Das ist das Beste in neuen Videos immer. Ist das schlimm oder was hab ich gemacht? Oh, jetzt haben wir teilweise dunkle Stimmung. Teilweise ist das arschdunkel, das Ganze. Ja. Ja, du sowieso. Ja, geil. Und hier haben wir auch zwei. Zwei Saves. Wer bist du? Ich bin Arne. Woher kennt man dich? Ich spiele viel online und ich bin in Team Belgien. Ja, nice. Du spielst gerade Hallekens gegen... Okay. Ich habe einen zwei Saves. Ja? Nee, alles gut. Macht ruhig weiter. Darf ich dich filmen? Hier einmal, wer bist du? Danilo. Danilo und den kennt ihr auch. Wer bist du? Benny. Wer bist du? Ich bin der Benny. Okay. Nice zusammen. Nice. Custodes gegen. Ja, die hässlichen Tyros. Mal schauen, was es hier sonst noch so gibt. Hier haben wir auch. Ah, hier haben wir mal Orks. Beschuss. Und Animale. Die kleinen Schüsse auf die. In Kiel haben wir auch wieder richtig geile Preise, wenn ihr mal so schaut, was es hier so gibt.
Ringe, sogar richtig geile, geile Schwerter. Da bin ich mal gespannt auf die ersten Plätze. Hier ist die Orga. Judges sind hier auch relativ gut. Alles fit? Wie geht's dir? Gut. Bring the funk back. Ja, den Drecksack kennt ihr ja alle. Ihr kennt auch ein bekanntes Gesicht, der Conny. Nicht mal den Spiel, Chris. Darf ich dich auch filmen, oder? Na klar. Und wer bist du? Arne, hi. Arne gegen... Tito, Konstantin. Kennst du Doppel 1 mit Granate? Doppel 1 mit Granate hat der Conny gemacht. Und jetzt... Ich sehe keinen... Runde 2 ist mein Armee tot. Runde 2 ist sein Armee tot. Ja, so ist das manchmal eben. Ne? Schauen wir mal weiter bei den ganzen anderen Top-Tables. Micha, für Micha sieht es wieder gut aus. Oh, wahnsinnig geile Custodes. Guckt euch die mal an. So, und hier kennt ihr auch wieder zwei bekannte Gesichter. Grisha, du Alter. So wie was geht ab? 1000 Suns gegen? Atmec. Ja, jetzt bist du gefilmt, ne? Selber schuld. Zwei Meinungen. Oh, hier auf der Seite sieht man schon viel von Atmec raus. Ganz knappes Spiel hier. Ja, ganz knappes Spiel. Habt ihr Zeit oder ist Kacke? Ja, dann haut mal raus. Wie ist das so gewesen? Was ist gerade hier so passiert? Einer von euch muss jetzt reden. Ja, ich kann nicht reden. Okay. Weil komm, Grisha, übernehm das mal kurz. Zwei Minuten mal. Keine Ahnung, ist ja auf jeden Fall ein ausgeglichenes Spiel gerade. Was sehr bitter war, dass ich meinen Thermi am Ende, den 10er-Trupp, nicht wiederbeleben kann jetzt, weil ich mit Revol 3 Dreier-Saves nicht geschafft habe, sonst wären die jetzt noch dick wiederbelebt worden. Mit Salz? Sehr bitter. Hm? Ziemlich salzig, ja? Nein. Noch nicht. Okay, dann ist ja gut. Okay. So, hier zwei richtige Chaoten. Komm, einmal für die Kamera. Was denn? Wir würfeln nur 4 Plus und wer besser ist, gewinnt. Flaut. Komm, einmal für uns hier. Jawohl. Die beiden haben sich verdient, Harlekins gegen Harlekins. Und hier ein Türer-Match gegen Türers. Darf ich? Mit Gesicht oder ohne? Und hier sieht man den Gewinner von Karlsruhe. Spielt auch wieder. Ja, was denn? Auch ziemlich enges Spiel. Hier sieht man den Fred von Breaking Heads mit Harlekins versus Harlekins. Die Jungs sind fokussiert, deshalb will ich die mal in Ruhe lassen. Und darf ich eure Gesichter filmen, oder? Wie ihr wollt. Okay. So, moin Chris, alles fit bei dir? Ja, alles cool. Welcher Club? Krips. Muss man immer nachnehmen, die orangen T-Shirts. Und wie heißt du? Posas, ich bin Frank von den Posas. Auch von den Posas. Posas vs. Gims hier, Custodes gegen Elder. Dann, den kennen wir auch noch, Mini Paradise. Darf ich dich filmen? Seid ihr mit am Drehen? Ja. Gegen? Wer bist du? Alex. Alex. Tyranniden versus? Tyranniden? Ja, Miro. Ihr habt euch auch verdient. Darf ich euch einmal filmen, oder? Ja, hallo. So, und hier haben wir einen auch von Team Germany und von Breaking Heads. Stell dich mal vor. Hi, ich bin der Bell von den Breaking Heads und vielleicht Team Germany, ja. Oder vielleicht Team Germany? Vielleicht. Ich bin nicht von Team Germany. Patrick heiße ich. Patrick. Wenn ihr Bock habt, euch würde ich gleich vielleicht mal rausfiltern nach dem Spiel, dass ihr mal... Sagt, wie es war. Viel Spaß euch noch.